Ja, vielen Dank, lieber Olli, für die schöne Anmoderation. Thema hybride Arbeitswelt wirklich in aller Munde. Ich habe auch direkt eine kleine Brücke mitgebracht, praktisch einen Staffelstab, den ich von den beiden Kollegen vorne dann übernehmen möchte. Microsoft Teams nämlich, weil das ist für uns das neue Büro praktisch geworden, vielerorts. Es gibt natürlich auch andere Systeme, Slack zum Beispiel, was auch gerne genutzt wird, aber Microsoft Teams doch hat einen ganz besonderen Stand und ist ein wesentliches Verbindungselement für die hybride Arbeitswelt. Und heute soll es um diese Verbindungselemente gehen. Genau das, was uns eben in der hybriden Welt, wo Leute remote und aus dem Firmenbüro arbeiten, verbindet und Kollaboration ermöglicht. Kurz vorneweg zu mir. Ich bin Sales Manager und Consultant bei Noventum Consulting. Wenn ich in Projekten bin, vor allem dann in Transformationsprojekten, Wandel hin eben zur neuen Arbeitswelt. Und das passt auch ganz gut, weil ich bin wirklich leidenschaftlicher New Worker. Das ist ein Thema, was mich total begeistert, schon seit meiner Studienzeit. Und wir jetzt viel in der Praxis über New Work und eben auch jetzt gerade diese Ausprägung Hybrid Work sprechen. Ich habe für mich den Leitsatz geprägt, wer Workplace sagt, der muss auch Kultur sagen, weil das ist auch das, was wir oft merken. Leute machen was, gestalten den Arbeitsplatz. Unternehmen machen wirklich große Projekte dafür, aber manchmal kommt die Kultur nicht mit oder ich habe einen ganz tollen Arbeitsplatz, aber der passt einfach gar nicht zur Kultur. Und weil das oft so ist und wir das in Projekten häufig merken, habe ich mir das so auf die Fahnen geschrieben, finde ich ein ganz schönes Credo, nach dem ich gerne lebe und dann eben in New Work Projekten auch gerne berate. Jetzt aber zum Titel, Nähe trotz Ferne, Auswirkungen der Hybrid Work Welt auf Führung und Zusammenarbeit. Etwas sperriger Titel, besonders wichtig ist mir aber Nähe trotz Ferne. Also wir müssen es schaffen, Verbindungselemente, wie wir auch eben Teams jetzt gerade gesehen haben, was ja schier unendliche Möglichkeiten bietet, dann so zu nutzen, dass wir hybride Arbeit erfolgreich gestalten. Und da möchte ich heute darauf eingehen, wie können wir eben Nähe trotz Ferne erreichen. Kurzer Exkurs einmal in die hybride Arbeitswelt, dass wir auch alle ein gemeinsames Verständnis haben. Hybride Arbeit vor allem erstmal das, ich habe eine Distanz zwischen meinem Team, zwischen den Führungskräften, zwischen meinem Büro, meinem Firmenbüro und dem einzelnen Mitarbeitenden. Und diese Distanz müssen wir irgendwie überwinden. Wir müssen also diese Verbindungselemente, was ich gerade sagte, schaffen, um gemeinsam erfolgreich zu sein, damit hybride Arbeit eben als System funktioniert. Und früher war das so, dass das Firmenbüro einfach diese Verbindung war. Ich bin morgens hingegangen, habe da gearbeitet, ja, habe da meinen Tag verbracht und ja, da waren ja auch alle Kolleginnen und Kollegen, da waren die Projekte, da waren die ganzen Termine, war sogar kein Problem. Heute sieht das anders aus und ein ganz wesentlicher Spruch, den ich da wichtig finde und den ich auch gerne in solchen Situation wie hier, wenn ich dann auf der Bühne stehen darf und über die hybride Arbeitswelt berichten darf, gerne bringe, ist der hier. Weil das fasst in einem knackigen Satz zusammen, was hybride Arbeit ist. Unser Büro, wie wir es kennen, es hat die Monopolstellung auf die Arbeit verloren. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Wir schauen uns mal an, wie jetzt so eine hybride Arbeitswelt aussieht. Ich habe das hier mal von der Firma Cushman & Wakefield genommen. Das ist 2020 entstanden, also gerade da, wo sich hybride Arbeit ja nochmal rasant, wie wir alle wissen, weiterentwickelt hat. Ich sage jetzt mal nicht weshalb, jeder weiß das, keiner kann es mehr hören. Das Büro zu Hause, das Homeoffice, das war da unser Hauptwirkungskreis, unsere Hauptwirkungsstätte. Wir waren verbunden mit anderen Kolleginnen und Kollegen über zum Beispiel Medien wie Microsoft Teams. Wir können mittlerweile aber ja auch wieder raus sitzen, vielleicht in Coworking Spaces, ja, lokale Orte, an denen ich zusammenarbeiten kann oder einfach für mich remote arbeite und mit der Firma verbunden bin, mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das gute alte Firmenbüro natürlich auch noch. Und auch da tut sich gerade ganz, ganz viel. Wir müssen das so attraktiv machen, dass die Leute auch wieder Lust haben, dahin zurückzukommen. Ja, und dann gibt es noch das Café oder irgendwelche anderen Orte. Ich klappe meinen Laptop auf und arbeite da. Und sicherlich ein Extrem, was wir auch dann nochmal über die Corona-Pandemie, jetzt sage ich das Wort doch, getraut haben, einfach mal zu machen, ist das hier. Wir können auch am Strand den Laptop aufklappen und können von dort aus arbeiten. Da würde mich jetzt mal interessieren, der Blick in die Runde. Wer hat denn das schon mal gemacht? Das Ganze nennt sich ja Workation. Ja, so ein
Kofferwort aus Work und Vacation. Wer hat das schon mal gemacht? Laptop auf am Strand oder sonst woanders, wo man sonst Urlaub macht, gearbeitet. Das sind gar nicht so viele. Oder traut sich keiner? Nee, okay. Also ich kann mich mit einschließen. Ich habe das schon mal gemacht. Ich war in dem Fall in Helsinki in Finnland für eine ganze Weile. Das war wirklich schön. Das klappt, wenn man das gut vorbereitet und wenn man eine gute Kultur hat. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Wir bei Noventum haben eine Unternehmenskultur, für die wir wirklich brennen. Das hilft einfach da auch, ob der Ferne, trotzdem verbunden zu bleiben. Und es gibt, wenn man dann so arbeitet an diesen vielen verschiedenen Orten gemeinsam, gibt es Potenziale und auch Risiken. Und die wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. Wenn wir es richtig machen, wenn wir hybride Arbeit so organisieren, dass es klappt und auf wirklich ein gutes Fundament stellen, hat das ganz viele wesentliche Potenziale. Vor allem erstmal internationale Präsenz. Ich kann dadurch ganz anders als Unternehmen präsent sein, habe andere Möglichkeiten. Neue Projekt- und Marktpotenziale decke ich ja alleine dadurch schon auf. Wenn ich in einem breiteren Feld präsent sein kann, dann kann ich auch neue Projekte, neue Märkte erobern. Und das ist hochgradig interessant. Globale Verknüpfung, Wissensvorsprung, also da auch dieser ganze Aspekt des Wissensmanagements drin. Wenn mehr Leute von unterschiedlichen Orten mit anderen Blickweisen zusammenwirken, kann das helfen. Das ist ein Riesenpotenzial. Wir haben einfacheres Recruiting, ne? Normalerweise hat man vielleicht so seinen Radius gehabt, 100, 150 Kilometer. Dann zieht vielleicht mal ein neuer Mitarbeitender in die Nähe des Unternehmens. So, das war früher die Welt. Oder wir haben die Pendler. Aber jetzt, theoretisch, ist es ja egal, wo die Leute sitzen, wenn ich denn dann auch mal Tage in Präsenz schaffe und eben Verbindungselemente pflege im Unternehmen, die dann diese Arbeit ermöglichen. Steigerung von Flexibilität und Agilität, ja, das befruchtet sich natürlich gegenseitig. Ich kann flexibler arbeiten, wenn ich diese Potenziale nutze und dann setzt sich das weiter fort. Ich kann agiler arbeiten, auch projektbasierter und habe damit nochmal einen ganz anderen Rahmen. Und schlussendlich, und natürlich, wir werden auch ein paar Unternehmer im Raum sicherlich sein, ist auch ein Kostenfaktor. Ne? Fläche kostet Geld. Und gerade jetzt auch, wir sprechen viel über Umwelt, Nachhaltigkeit, auch Fläche bedeutet Emission. Und wenn wir weniger Fläche brauchen, dann ist das eben nicht nur eine Kosteneinsparung, sondern kann auch drastisch uns da nach vorne bringen. Wir haben weniger Reisetätigkeit, Leute reisen nicht mal eben von Münster nach München für einen 2-Stunden-Termin. Das Bewusstsein hat sich da verändert und wenn wir dieses Potenzial weiter schöpfen, können wir da auch eine wirklich erfolgreiche hybride Arbeitswelt machen. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Was ist denn jetzt das Risiko, wenn wir es nicht richtig angehen? Wenn wir sagen, naja gut, wir arbeiten irgendwie hybrid, aber wir organisieren das gar nicht großartig. Unternehmenskultur und Teamgefühl können leiden. Die Leute entfernen sich voneinander, ja, Ferne des Teams beeinflusst dann die gemeinsame Performance und Zielerreichung. Je weiter ich mich voneinander entferne, je weniger ich eben verstehe, was macht jetzt mein Team, desto mehr kann auch die Zielerreichung und dann letzten Endes die Performance eines Teams leiden. Das wollen wir nicht. Identifikation mit neuen Unternehmen, mit dem Unternehmen schwindet. Also auch da, für viele Unternehmen war früher einfach so der Standort, das, wo die Leute sich drüber identifiziert haben, da ist man hingekommen, da war halt das Team, das war die Kultur. Wir müssen also diese Kultur dann auch weiter in den digitalen Raum bringen. Ja, zu guter Letzt, Freiheiten werden ausgenutzt und wenn ich dann richtig Pech habe, kann diese Transparenz leiden, die ich brauche in einem modernen Unternehmen, weil die Ferne zum Schutz wird für die Mitarbeitenden. Das ist jetzt sehr aus einer Sicht des Unternehmers gedacht. Natürlich gibt es auch nochmal für die Mitarbeitenden Risiken, die das mit sich bringt, ja auch schlechtere Trennung von Privatleben und Arbeit. Das sind da alles so Punkte, die wollen wir jetzt einmal ausklammern. Sie sehen insgesamt, dass das auch sehr auf Büroarbeit und Wissensarbeit jetzt abzielt. Das ist wichtig an der Stelle nochmal anzumerken. Wir müssen natürlich eine hybride Arbeitswelt überall gestalten. Es fällt da erstmal leichter und es ist sicherlich erstmal der Ausgangspunkt, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Satz, hybride Arbeit oder auch New Work, das hört nicht an der Bürotür auf. Da fängt es erst an. Wie schaffen wir jetzt Nähe trotz Ferne? Ich habe gerade gesagt, verbindende Elemente. Teams war eine Möglichkeit, Menschen zu verbinden. Das ist zu unserem zweiten Büro geworden. Und diese verbindenden Elemente müssen wir reinbringen.
Ja, wir hatten vorhin diese Darstellung, diese Kettenglieder. Das heißt, ich muss irgendwas schaffen, dass das Unternehmen, der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer verbunden bleibt. Und da habe ich jetzt heute ein paar Elemente mitgebracht, die Sie dann auch mitnehmen können in Ihre Praxis und mal sich hinterfragen, machen wir das schon? Sind wir da gut drin? Wollen wir uns da weiterentwickeln? Ja, einfach ein paar praktische Tipps. Denn es liegt auch in der Verantwortung von beiden Seiten, egal ob Sie jetzt Arbeitgeber oder ArbeitnehmerInnen sind, wichtig ist das für beide Seiten. Ich habe dafür eine Grafik oder besser gesagt eine Tabelle mitgebracht. Und da sieht man mal wirklich so die beiden Seiten. Wir haben einmal die Unternehmen, auf der anderen Seite die Mitarbeitenden, dazwischen diese gemeinsame Verantwortung. Man sieht schon oben links Spielregeln zur virtuellen Zusammenarbeit. Also da kommt auch ganz viel drauf an. Wir brauchen kein starres Regelwerk, kein Korsett aus Regeln, sondern gute Spielregeln, mit denen klar wird, wie man gemeinsam wirken kann und immer auch mit dem Ziel, ja, gemeinsam Leistung und Erfolg, aber auch Spaß bei der Arbeit zu haben. Wir picken uns mal einen ersten raus, das ist Klarheit und Struktur. Klarheit und Struktur, wir gehen da mal rein, bedeutet für uns in dem hybriden Kontext, in dem Kontext der Unternehmenskultur, dass wir erstmal starten müssen mit einer ganz klaren Vision. Ich muss Leute aktivieren, ich brauche eine Mission, die sich daraus ableitet. Das heißt, ich muss so dieses Warum allen Menschen erstmal zugänglich machen. Das verbindet. Ein Leitbild, das bündelt eben diese Vision und diese Mission, reichert das Ganze noch mit Werten an, mit einem echten Wertesystem, auf das ich mich dann auch verlassen kann, egal wo ich sitze, remote oder im Firmenbüro mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Ich brauche passende Meetingstrukturen, die diesen Rahmen zulassen, hybrid zu arbeiten. Ich brauche auch, wenn ich dann über Meetingstrukturen spreche, zunehmend mehr agile Methodiken. Man muss nicht immer agil in Reinform arbeiten, aber das bekannteste Framework dazu ist ja Scrum, kommt aus der Entwicklung und wird jetzt aber auch zunehmend in ja, normalen Bürostrukturen genutzt und hilft da wirklich dann auch dieser Schnelligkeit und Komplexität entgegenzuwirken, die wir überall sehen und die natürlich durch Entfernung dann nochmal größer werden kann. Wissensmanagement, ganz wichtiger Punkt, Wissen muss im Unternehmen fließen, das wird immer gepredigt und das muss ich erreichen, zum Beispiel durch Strukturen wie SharePoint oder andere Medien, ein Firmenwiki, wo dann Wissen ausgetauscht wird, dass ich eben den Zugang von überall habe und sowohl im Homeoffice, im Firmenbüro als auch im Café oder am Strand die gleiche Datenbasis habe. Klare Rollen und Prozesse, auch da Entscheidungsmechanismen wirklich sinnvoll aufzustellen. Das heißt nicht, dass man viele Hierarchiestufen einziehen muss, aber eben ein klares Werk an Spielregeln und Entscheidungswegen einen dann doch hilft, auch auf Distanz Klarheit zu schaffen. Das war der erste Block, den ich mir rauspicken möchte. Zwei kommen noch. Ich möchte gerne im nächsten Schritt eingehen auf diese ganze Zeile. Wir sind zwischen Zielorientierung und Autonomie und Feedback ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo beide Seiten gemeinsam darauf achten müssen. Auch da gehen wir nochmal im Detail drauf ein. Mit OKRs. Wer kennt OKRs? Objectives and Key Results? Sind ein paar. Wer arbeitet in der Praxis damit? Sind schon ein paar weniger, aber auch ein paar, das ist gut. Also wir haben Ziele, die sehr, sehr aktivierend sind, die sich aus meiner Vision über die Mission, über die Strategie ableiten und wirklich unten bis ins Team rein dann gemeinsam sehr partizipativ auch aufgestellt werden und damit auch wieder Klarheit bieten und eine gute Zielorientierung schaffen, nicht nur fürs Unternehmen, auch für die Mitarbeitenden. Und das ist ganz wichtig, so kann man gemeinsam vorankommen. Und dann ist es bei OKRs, die ja oftmals auch über Excel oder über entsprechende Tools gemanagt werden, egal, die sind nicht an der Firmenwand angeschlagen, sondern die stehen online und da kann ich gemeinsam zum Beispiel dann in einem Videocall ja, regelmäßige Stand-ups halten, Reviews, Retros, Plannings, das richtet sich dann ein bisschen auch nach den agilen Methoden. Feedback in der Mitte, wirklich ein verbindendes Element von beiden Seiten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten regelmäßig Feedback geben und da ist Offenheit der absolute Schlüssel, also wirklich in einer vertrauten Kultur offenes Feedback zu leben. Das kann positiv, das kann negativ sein und gerade wenn ich eine gute Zielorientierung mitbringe, dann habe ich auch die Chance, mich auf echte Fakten zu berufen und dann wird Feedback viel qualitativer. Dritter Punkt, und da gucke ich jetzt vor allem auch die Führungskräfte im Raum an, Selbstverantwortung im definierten Rahmen. Also ich muss den Mitarbeitenden, dass sie autonom
gut arbeiten können, Ziele, aber eben auch einen Rahmen vorgeben. Einen Rahmen abstecken und in dem gelten bestimmte Spielregeln, aber da kann man sich dann frei bewegen. Ganz wichtiger Punkt, wenn die alle drei zusammenwirken, dann habe ich schon viel getan, um Verbindungselemente zu schaffen in der hybriden Arbeitswelt. Wir gehen nochmal zurück auf die Grafik und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal den folgenden Block einmal hier rausziehen. Jetzt haben wir unten stehen Hohl- und Bringschuld. Das klingt jetzt sehr juristisch und sehr theoretisch. Den streichen wir mal. Man kann das nämlich viel schöner machen. Gemeinsam Lust auf Leistung. So, das ist ein Element der Leistungskultur. Da muss ich nämlich gar nicht festlegen, wer muss jetzt was, sondern wer will was. Und wer will was, ist viel stärker als wer muss was. Wir können das zusammenfassen, diesen ganzen Block jetzt unter Vertrauens- und Leistungskultur. Das ist was, wo wir bei Noventum sehr, sehr viel mitarbeiten, auch in unseren Projekten, auch die Transformationsprojekte drüber anschieben. Und Vertrauens- und Leistungskultur zusammen wirkt eben gut. Leistungskultur an der Stelle auch nochmal der Hinweis, nicht pure Leistung zählt, sondern in einem gesunden Maße. Ja, das ist eben auch noch einer gesunden Unternehmenskultur im Sinne von, die Leute sind happy und arbeiten gerne an den Zielen genügt. Ja, schauen wir uns das auch nochmal im Detail an, Vertrauens- und Leistungskultur. Was meine ich damit? Ich habe dafür drei Punkte, drei wesentliche Aspekte mitgebracht, die man mal bedenken sollte. Authentisches Wertesystem, wir haben es gerade schon über das Thema Leitbild erfahren. Das zählt absolut und ist die Basis, also insgesamt ja die Vertrauens- und Leistungskultur, das Fundament dieser Verbindungselemente in der hybriden Arbeitswelt. Ein authentisches Wertesystem, da könnte man auch sagen, ich bin verantwortlich für das Ganze, aber nicht für alles. Mit dem Bewusstsein durch die Arbeit zu gehen, das schafft auch wieder Klarheit und ja, eine gute Grundhaltung, mit der man, egal wo man gerade sitzt, zusammenarbeiten kann, weil ich eben nicht permanent diesen persönlichen Abstimmungsaufwand brauche. Punkt 2, Menschenorientierung. Schwingt in ganz vielen Dingen mit, die ich schon gesagt habe. Kompetenz schlägt Hierarchie. Das ist bei uns so der Begriff, den wir geprägt haben. Kompetenz schlägt Hierarchie, heißt also, ich darf dann auch, egal welche Hierarchiestufe, entscheiden, wenn ich in dem Moment Bescheid weiß, wie es geht. Ich muss natürlich hinterher auch, wenn ein Fehler passiert, für meine Entscheidung dann auch stehen und im Zweifel auch die Konsequenzen tragen. Aber so schaffe ich menschenorientierte Strukturen, die auch Wertschätzung und Raum den Leuten geben, sich wirklich zu entfalten. Punkt 3, wenn er denn dann kommt, attraktive Vision und greifbare Strategie. Auch da muss ich hinwirken. Jede und jeder ist Teil des Erfolgs. Also ich muss das, was ich in der Vision habe, auch übersetzen in eine Strategie, die jeder versteht. Weil auch das wieder ein verbindendes Element ist, wenn Leute sich weniger regelmäßig sehen. Sie kennen das alle, sie haben viel wahrscheinlich auch zumindest 2020, 2021 im Homeoffice verbracht. Wenn solche Dinge einfach klar sind, dann kann ich mich darauf verlassen. Dann weiß ich, was die gemeinsame Agenda ist und brauche nicht permanent diesen Face-to-Face-Abstimmungsaufwand. Und da aber trotzdem auch nochmal der Hinweis, das hat auch einen riesigen Wert. Wir haben jetzt über die Zeit gemerkt, wann das Büro wichtig ist, wann wir uns gemeinsam wirklich in Präsenz zusammensetzen müssen. Und auch so Tage wie heute, die haben enormen Wert. Die machen online bestimmt nur halb so viel Spaß, weil man eben diesen Austausch braucht. Und das Büro so zu begreifen in dieser hybriden Arbeitswelt, dass es ein Werkzeug ist für die Aufgaben, wo es denn dann richtig Sinn macht, das ist ein ganz wesentlicher Punkt da drin. Insgesamt bei der Vertrauens- und Leistungskultur unterm Strich kann man sagen, Vertrauen muss auf allen Ebenen trainiert werden. Es fängt bei jeder Person selbst an. Das heißt, jeder, der hier auch im Raum sitzt, kann diese Vertrauens- und Leistungskultur in seinem, in ihrem Team dann weiter nach vorne bringen. Wenn wir das Ganze jetzt nehmen wollten und in so ein schönes Flakon abfüllen, was ist jetzt die Essenz? Nähe trotz Ferne, was kann man jetzt mitnehmen? Wir erzeugen Nähe und Verbindung vor allem mit Klarheit. Ich brauche nachvollziehbare Strukturen, die Leute müssen wissen, wo es lang geht. Und das ist eben nicht nur für die Führung wichtig, sondern für jeden einzelnen Mitarbeitenden. Ich brauche ein Leitbild, was eine wirkliche Strahlkraft hat, eben eine Strahlkraft raus aus dem Büro, rein in jedes Homeoffice, ins Café, in den Coworking Space oder bis an den Strand von Bali.
ich brauche eine Vertrauens- und Leistungskultur, die wirklich das Fundament, diesen Kern der Verbindungselemente dann auch stellt, um hybride Arbeit wirklich erfolgreich zu machen. Weil das ist letzten Endes diese Essenz, auf die ich mich dann verlassen kann, wenn es auch mal stressig wird, wenn es sehr komplex wird. Wenn diese Kultur das Team verbindet, dann wird es in aller Regel gut. Kultur im Firmenbüro in den Raum bringen, also da auch nochmal der Blick einmal auf das gute alte Firmenbüro. Ich muss ja die Leute auch mal ranholen, dass sie es für den richtigen Zweck benutzen, das Firmenbüro. Also für Austausch, für Innovation, für gemeinsame Ideen entwickeln. Und da ist das ein ganz wichtiger Punkt, also ich muss diese Kultur abbilden können. Und das kann ich auch erst, wenn ich meine Kultur kenne. Das heißt, ich sollte mich auch mal als Unternehmen hinterfragen und sagen, okay, wofür stehen wir denn und wie können wir das, unsere Arbeitskultur, unser Miteinander im Raum abbilden. Letzter Punkt, Software-Tools. Und da schließt sich jetzt der Kreis wieder, wie ich eingeleitet hatte. Microsoft Teams zum Beispiel, ein ganz mächtiges Software-Tool. Und zusätzlich die Methoden drumherum. Wenn wir die nutzen und gut nutzen und sehr bewusst nutzen, dann können wir eine Verbindung schaffen über alle hybriden Grenzen hinweg und dann wirklich Arbeit so machen, dass Arbeit gar kein Ort mehr ist, sondern gemeinsame Kultur, gemeinsamer Erfolg. Das war's von meiner Seite. Dankeschön.